Cute Baby Milay, der Kanal für Kinder. So, hallo ihr Lieben. Meine erste, oder besser gesagt, in dem Fall jetzt unsere erste Super Geek Box habe ich das erste Mal. Die ist relativ günstig, darum habe ich gedacht, die werden wir jetzt mal testen. Was die zu bieten haben. Ich guck rein. Ach so. Wo? Kannst du nicht viel drücken? Okay. Also, zieh mal was raus. Pac-Man. So ein Schlüsselanhänger, oder? Keychain steht, glaube ich, drauf. Ja. Pac-Man. Da hat es noch einen zweiten. Ein Monster dazu auch noch. Die können sich jetzt. Nee, andersrum geht's, okay? So, der haut ja ab davor, gell? Der frisst den, also dann. So, was haben wir noch? Na, zieh mal was aus noch. Ich glaube. Ups. Was ist das? Ein Mousepad? Das ist ja ein Keyboard-Pad, oder? Von der Länge her. Wie cool ist das? Stylisch. Vom Nintendo, alter Nintendo-Controller, gell? Kannst du als Mousepad nehmen, ja, oder deine Tastatur davor, dass man praktisch da drauf liegt. Ja, kann man. Gar nicht so sinnlos, finde ich. Naja, mir gefällt es jetzt nicht so. Ja? Nee. Ja gut, die anderen sind halt ganz in schwarz oder irgendwie einfarbig. Ja, was haben wir noch? Ziehe ich das gleich wieder. Die Kette. Bite me. Das ist auch in Anlehnung an Mario, ja. Diese fleischfressenden Pflanzen, die aus den Rohren da rauskommen, glaube ich, immer, gell? Aus den Abflussrohren. Bite me, und was steht noch? Nichts, bite me. Bite, also auch noch nicht wie beißen, sondern wie Kilobyte und Megabyte und so weiter halt, ne? Ja, eigentlich ist es so schlecht auch. Ja, ich denke, das Thema ist so Konsolen dieses Mal. Geht alles bisher in die Richtung. Ist eine Sache. Ja, sein. Shirt. Ja, auch so eine Ding. Okay, ein Gameboy. Ein Gameboy. Das kann ich. Anziehen für die Mädels. Aber ist ein bisschen groß, ich glaube, das ist meine Größe, oder? Ja, glaube ich auch. Mir gefällt es jetzt auch nicht so. Super Geekbox Exclusive. Größe L, boah, das fällt aber riesig aus. Okay. Ja, das ist so richtig Konsolenbox dieses Mal. Ups. Brille. Eine Pixelbrille, diesmal in schwarz. Nicht schlecht. Ich hol das mal nur raus. Ein Pin. Super Geekbox Juli Ultimate Pixels heißt das Thema. Juli Box ist das noch. Das ist das letzte. Ein Spielautomat. Was hat's da drin? Bonbons. Bonbons. Bonbonbox. Die sind hoffentlich nicht so alt wie die Konsole, ja.
Hä? Ja, toll. Ach, mit so grünen Monstern. Space Invaders ist das noch? Ah, das können die Älteren kennen das. Wo man unten dieses Raumschiff gehabt hat und dann immer hochschießen musste und die immer weiter runterkamen. Space Invaders Bonbons. Ich würde sagen, Ecstasy. Und jetzt sind wir da richtig happy, oder? Ey, schmeckt nicht. Schmeckt irgendwie, ja, nach nicht viel zumindest. Aber die Bonbonbox ist natürlich schon cool. Space Invaders. Da vorne sieht man auch das Bild, wie das Spiel damals aufgebaut war. Die Grafik war unter aller Kanone, aber normal für die Zeit. Was haben wir noch? Das wollte ich jetzt noch schnell raus. Aufkleber. Mario 8-Bit More Fun for Your Devices. Ja, dieses Mal war das Thema Gaming. Mario. Ja, Pixel halt. Pac-Man. Die alten Pixel-Grafiken war diesmal Thema. Ja, von der Menge her finde ich es ganz okay. Wie gesagt, der Preis von der Box ist relativ günstig, glaube ich. Ich habe ihn jetzt bloß nicht mehr im Kopf. Kostet, glaube ich, fast 10 Dollar weniger wie die meisten. Und von der Menge her ist eigentlich das Gleiche drin. Was hast du? Da bin ich schlau, hä? So, können wir noch einen zocken hier. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.